Viele VW-Besitzer fühlen sich belogen und betrogen und möchten, nachdem der Abgasskandal rausgekommen ist, gerne ihr Auto komplett zurückgeben und den Kaufpreis zurückhaben. Ob das aber möglich ist, das klären wir in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und dass VW an den Abgaswerten ein bisschen geschraubt hat, das dürftet ihr mittlerweile über die Tagespresse mitbekommen haben. Konkret ging es darum, dass bei den Abgastests die Werte top waren, im Normalbetrieb allerdings so ein VW-Auto viel mehr Abgase ausstößt als erlaubt. Und jetzt sind viele VW-Besitzer verärgert und wollen gerne ihr Auto komplett zurückgeben und hätten den Kaufpreis gerne zurück. Und genau mit so einem Fall hatte sich als erstes Gericht in Deutschland das Landgericht in Bochum auseinanderzusetzen. Da gab es nämlich einen solchen Käufer, der zu seinem Händler gegangen ist und gesagt: Hier, ich möchte das Auto nicht mehr, das ist jetzt nichts mehr wert, ich will jetzt keinen VW mehr haben, beziehungsweise diesen VW jedenfalls nicht mehr haben. Und das Landgericht Bochum, das hat jetzt hier entschieden, naja, generell hat man natürlich ein Rücktrittsrecht, aber dieses Recht zum Rücktritt gibt es nicht bei nur geringfügigen Mängeln. Und um genau so einen geringfügigen Mangel handelt es sich hier nach Auffassung der Bochumer Richter. Die haben nämlich festgestellt, dass man mittels eines Software-Updates von 100 Euro wieder den Originalzustand herstellen kann. Das wage ich etwas zu bezweifeln, weil andere Analysen nämlich sagen, dass die VWs ziemlich im Wert gefallen sind. Und aus meiner Sicht müsste man hier ansetzen und schauen, wie viel ist denn so ein VW noch wert. Aber die Richter sehen es ein bisschen anders. Sie sagen, wieso 100 Euro Software installiert bei einem Kaufpreis von 38.000 Euro, das ist ja nicht mal 1% des Wertes. Das ist eine geringfügige Abweichung. Hier kann nur eine Nachbesserung verlangt werden, aber bitteschön nicht mehr Auto zurück. Derjenige, der hier das Verfahren verloren hat, hat aber schon angekündigt, dass er in Berufung gehen will. Und ausgerechnet will er in Berufung gehen zum Oberlandesgericht in Hamm. Warum ausgerechnet Oberlandesgericht Hamm? Nun, weil es erstmal die nächste Instanz ist, gemessen vom Landgericht Bochum aus. Und weil die Richter am Oberlandesgericht Hamm sich schon mal mit einer ähnlichen Problematik, und zwar im Jahr 2015, auseinandersetzen mussten. Damals ging es darum, dass ein Autokäufer nicht mit seinem gesamten Auto zufrieden war, weil seine Rückfahrkamera im Display keine Striche anzeigte. Und da war er eben der Meinung, ohne Hilfslinien kann ich diese Rückfahrkamera nicht gebrauchen und ohne Rückfahrkamera kann ich das gesamte Auto nicht gebrauchen. Und auch so ein Rückfahrkamera-Element wäre ja wahrscheinlich mit einem Software-Update zu beheben gewesen, aber da haben die Richter am Oberlandesgericht haben gesagt, nein, so etwas ist eine Eigenschaft, wegen derer man das gesamte Auto zurückgeben kann. Insofern, es bleibt spannend, was ihr mit euren VWs machen könnt. Es ist entscheidend davon abhängig, was das OLG Hamm im VW-Skandal sagen wird und ob ihr dann dem Händler einfach euren Karren wieder zurückschiebt oder nicht. Was fahrt ihr für ein Auto? Postet es in die Kommentare. Ich bin gespannt. Tschüss und bis bald.